Die Wikinger gelten oft als gefürchtete Krieger und ihre Kampfmagie in diesem Spiel spiegelt das sehr gut wider. Dafür sind ihre Zauber auch sehr schwammig definiert, weshalb sie für meine Zwecke vielleicht die interessantesten der vier Völker sind. Die Wikinger haben Zugang zu den Zaubern Gegner Einfrieren, Blutrausch und Angst, zusätzlich zu diesen dreizählig aber auch noch ihren Spezialzauber Thors Hammer zu ihren Kampfzaubern. Sehen wir genauer hin. Gegner Einfrieren friert bis zu 25 feindliche Soldaten in einem Umkreis von 20 Feldern um den Zielort für 7 Sekunden ein. Alle Militäreinheiten einschließlich dunkler Schamanen sind betroffen, aber Spezialisten einschließlich dunkler Gärtner sind immun dagegen. Eingefrorene Gegner sind komplett handlungsunfähig und euren Soldaten hilflos ausgeliefert. Angst schlägt in eine ähnliche Kerbe und kann die gleichen Einheiten betreffen wie der Frostzauber, ist aber teurer und trifft nur bis zu 15 Soldaten in einem Umkreis von 10 Feldern. Dafür hält der Zauber aber ganze 15 Sekunden. Anders als der Frostzauber werden die feindlichen Einheiten nicht bewegungsunfähig, aber sie laufen panisch umher, können keine aggressive Handlung vornehmen und nicht von ihrem Besitzer gesteuert werden. Beide Zauber können ähnlich genutzt werden, Angst ist aber besser für kleinere Truppen geeignet. Wenn ihr verteidigt, sollte Angst gegen Schwertkämpfer und Axtkämpfer genutzt werden. Beide Zauber können auch genutzt werden, um den Rückzug eines Gegners zu unterbinden. So betrachtet sind beide Zauber sehr vielseitig einsetzbar, wobei auch die Mana-Kosten im Auge behalten werden müssen. Welcher Zauber gerade besser ist, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Kommen wir zu Blutrausch, der vielleicht der interessanteste dieser vier Zauber ist. Laut Spiel soll er die Schlagkraft eurer Soldaten erhöhen, aber das Spiel sagt euch nicht um wie viel. Zum Glück bin ich ja da, also lassen wir einmal ein paar Soldaten gegeneinander antreten. Ohne Blutdoping sollte unser Level 1 Schwertkämpfer nach 10 Treffern gewinnen, mit Blutdoping gewinnt er aber nach nur 5. Auch der Level 3 Schwertkämpfer braucht nur 6 Treffer statt 11, der Zauber verdoppelt also den Schaden. Nicht übel, im Prinzip das Gegenteil vom Schildzauber, aber wo wir schon davon sprechen, wie interagieren die beiden Zauber eigentlich miteinander? Tatsächlich ist das Verhalten hier sehr eindeutig. Blutrausch verdoppelt den ausgehenden Schaden, Schild halbiert den eingehenden, die beiden heben sich also letztendlich auf. Da Priester sich nicht selbst oder gegenseitig mit dem Zauber buffen können, fällt ein Test des Blitzzaubers flach. Rucksackkatapultisten und ihr Flächenschaden werden aber normal verdoppelt, diese Combo wäre also extrem mächtig. Dieser Zauber betrifft fast alle Militäreinheiten, aber keine Spezialisten, dunkle Gärtner oder Bogenschützen. Blasrohrschützen, Rucksackkatapultisten und dunkle Schamanen sind aber betroffen, wobei das bei letzteren ziemlich sinnlos sein dürfte. Der Zauber wirkt in einem Radius von 10 Feldern und betrifft zwischen 10 und 15 Soldaten. Kampfkraft hat außerdem keine direkte Wirkung auf Blutrausch. Leider wirkt der Zauber nur für 15 Sekunden und das stellt ihn in direkte Konkurrenz mit dem Angstzauber, der garantiert bis zu 15 Soldaten für die gleiche Zeit kampfunfähig macht, aber zu einem etwas niedrigeren Preis. Und sowohl Einfrieren als auch Angst sind deutlich einfacher effektiv einzusetzen. Letztendlich hat Blutrausch also das gleiche Problem wie sein defensives Gegenstück bei den Römern, hätte aber das Potenzial, den Wikingern auch im Kampf gegen eine größere Armee zum Sieg zu verhelfen. Mit seiner kurzen Dauer ist er in der Vanilla-Version am ehesten beim Angriff auf feindliche Burgen nützlich. Testen wir den letzten Zauber, Thors Hammer. Dies ist der einzige Zauber, der Gebäude zerstören kann und in diesem Fall theoretisch jedes feindliche Gebäude. Tatsächlich bleibt kein gewöhnliches Gebäude verschont, nur Burgen können einen Treffer standhalten und selbst die fallen nach einem weiteren zusammen. Das ist auch unabhängig von der Kampfkraft. Die einzigen Gebäude, die immun sind, sind die des dunklen Volks. Aber ich wollte noch wissen, wie viel Schaden der Zauber anrichtet, falls sein Verhalten nicht hardcoded ist und unabhängig von Schadenswerten und Gebäudegesundheit arbeitet. Burgen haben 500 Gesundheit und 5 Rüstung im Vergleich zu den 250 Trefferpunkten von großen Türmen. Ein paar Tests mit geänderten Werten machten deutlich, dass der Zauber 295 Schaden anrichtet und Rüstung ignoriert. Sobald ein Gebäude 296 Trefferpunkte oder mehr hat, übersteht es einen Treffer. Aber die einzigen Gebäude, die das normalerweise haben, sind eben die Burgen. Die Kampfmagie der Wikinger ist insofern besonders, dass keiner ihrer Zauber es ermöglicht, feindliche Einheiten direkt zu neutralisieren. Stattdessen haben sie einen Buff für ihre eigenen Soldaten und 2 Crowd-Control-Zauber für den Einsatz gegen Feinde. Thors Hammer ist insofern einzigartig, dass er auch gegen zivile Gebäude eingesetzt werden kann, wobei der Einsatz gegen die meisten Gebäude aufgrund der hohen Mana-Kosten ziemliche Verschwendung wäre.